Hallo Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing der World of Wizardry Geek Gear Box. Dieses Mal müsste es sich dabei um die Weihnachtsbox handeln. Die letzten Jahre gab es ja immer dann in der Novemberbox, was jetzt diese Box ist, ein paar weihnachtliche Items. Das waren meistens Weihnachtskarten und ich bin gespannt, was wir dieses Mal haben oder ob es dieses Mal gar nicht in Richtung Weihnachten gehen wird, weil so extrem weihnachtlich war die Box dann tatsächlich doch nicht gewesen. Aber wie auch immer sonst werden wir jetzt erstmal mit den Eulenpost-Kommentaren von den letzten beiden Videos starten. Der erste Kommentar heute kommt von Debbie Delacour. Sie schreibt, der Kerzenhalter und die Statue zu Dumbledores Büro sind meine Favoriten. Du musst wirklich mal den Armband wiederfinden und zeigen, wie es mit den ganzen Anhängern aussieht. Ja, wie ihr wisst, ich rede immer davon, dass ich nicht weiß, wo mein Armband ist. Ich habe es tatsächlich gefunden und mal hergeholt. Und so sieht es aktuell aus. Wenn jetzt einfach mal die Kamera fokussieren würde, was sie nicht tut. Ich bin gespannt, ob wir auch dieses Mal wieder einen Anhänger dabei haben werden. Und dann habe ich noch einen Kommentar von Minerva McGonagall rausgesucht. Der Schokofrosch ist toll. Meine Pins habe ich alle an meinen Gryffindor-Schal gepinnt und den habe ich an meinem Regal aufgehängt. Bis bald. Ich hatte ja im letzten Video darüber gesprochen, dass ich nie genau weiß, wie ich meine Pins ordnen soll oder ob ich sie irgendwie mal alle raussuchen soll, um dann sie irgendwie zu arrangieren. Und daraufhin hat sie ja geschrieben, dass sie eben das Ganze an ihren Schal gepinnt hat und das aufgehängt hat. Das finde ich auch eine schöne Idee. Also da gibt es anscheinend wirklich mehrere Möglichkeiten. Okay, dann packen wir jetzt mal aus. Und ich bin gespannt, wie weihnachtlich diese Box tatsächlich sein wird oder ob sie gar nicht weihnachtlich sein wird. Ich muss ja auch wirklich sagen, ich bin super gespannt, wie Weihnachten dieses Jahr wird, aufgrund der gesamten Situation. Ich freue mich schon sehr darauf. Aber es hängt irgendwie trotzdem einfach so ein Schatten darüber. Und wie das Ganze dann wirklich wird, wird sich zeigen. Ja, dieses Jahr ist irgendwie einfach alles anders. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten, Heiligabend oder auch die Feiertage verbringen werdet, was sich bei euch ändert oder vielleicht müsst ihr auch gar nicht so viel ändern, weil ihr sowieso immer nur zu zweit, dritt oder viert gefeiert habt. Mit dem Hashtag Eulenpost könnt ihr natürlich auch dann eventuell im nächsten Video dabei sein. Okay, ich nehme mal das T-Shirt als erstes. Das ist auch schon ein, naja, es ist ein winterliches Motiv. Ja, ein winterliches Motiv. Es geht nämlich um Hogwarts, um Hogsmeade im Schnee. Ich habe gerade schon reingesneakt und ich schätze, wir haben wieder Weihnachtskarten dabei. Aber zuerst werde ich mal das hier auspacken, denn es sieht für mich fast nach einem Anhänger für den Weihnachtsbaum aus. Den könnte ich ja dann sogar direkt aufhängen. Ich fände es so schön, wenn wir einen Weihnachtsbaumanhänger hätten. Und es ist tatsächlich eine Weihnachtsbaumkugel. Und zwar dachte ich eben erst, hey, was soll das denn sein? Weil ich das quasi gerade nur so gesehen habe und mir dachte, okay, eine blaue Weihnachtsbaumkugel. Ich bin nicht mal Ravenclaw, aber okay. Aber es ist ein, ja, quasi ein Zaubertrank. Und zwar Beritaserum, wenn man das jetzt ganz gut erkennen kann. Da hing hier eigentlich gerade noch eine andere Kugel dran, die ist aber scheinbar abgerissen. Es ist etwas für den Weihnachtsbaum. Könnte ich eigentlich auch direkt aufhängen, oder? Ist allerdings schon ziemlich schwer. Also ich weiß nicht genau, in welchen Ast das passt. Jetzt hängt das im Bäumchen, auch wenn man das jetzt hier nicht erkennt. Aber ich habe es immerhin schon direkt verwendet. So, dann haben wir hier noch Ohren. Wahrscheinlich diese Langziehohren von Fred und Bob. Ja, okay, das ist wohl wirklich so. Fände ich auch eine sehr lustige Idee, sowas in die Box zu packen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Ich meine, es sieht schon, ehrlich gesagt, etwas seltsam aus. Wenn ich das hier einfach so rumliegen lasse, fragen sich Leute auch, was mit mir los ist. Aber vielleicht kennen sie ja auch irgendwie was. Mir würde nur gerade nicht einfallen, was das wäre. Okay, wir haben hier noch einen, ich glaube, einen Nikolaus-Weihnachtsstrumpf. Kann das sein? Ja. Einen Harry Potter-Weihnachtsstrumpf mit einem Harry Potter-Symbol drauf. Und zwar den vier Häusern, die alle, oder Schülern der vier Häuser, die alle ein Geschenk überreichen. Und dann haben wir hier natürlich, wie jede Jahre auch, wieder Weihnachtskarten. Also zwei Weihnachtskarten. Das eine ist eine Weihnachtskarte. Steht da was drin? Nein. Mit dem Spiegel Nährhergap, auf dem man einen Weihnachtsbaum sieht und Geschenke und einen Krummbein, der etwas mürrisch mit einer Nikolausmütze in die Kamera oder in den Spiegel guckt. Diese Karte finde ich sehr schön, damit der Spruch sehr zusagt. Von seinem Inhalt eben spricht er eigentlich sehr stark die Wahrheit. Happiness can be found even in the darkest of times if one only remembers to turn on the Christmas lights. Es ist einfach so wahr.
Mir geht es auch immer besser, wenn ich anfangen kann, meine Wohnung mit Lichterketten zu schmücken. Ich habe eigentlich an jedem Fenster eine Lichterkette. Weihnachtsbaum leuchtet, das Bücherregal leuchtet, aber das leuchtet das ganze Jahr über. Und das fühlt sich für mich einfach gut an, weil es so gemütlich und geborgen ist. Und ich in dem Moment das Gefühl habe, was da draußen in der Welt passiert, ist scheiße, aber ich kann es ja nicht ändern. Und deswegen habe ich es hier drin, aber trotzdem in dem Moment, in der Sekunde geht es mir gut und ich bin drin und es gibt nichts an, was es mir mangelt. Und dafür bin ich dann dankbar. Diese Dankbarkeit oder auch dieses Wohlbefinden erreiche ich eben wirklich sehr schön durch tatsächlich diese Weihnachtslichter. Ich weiß nicht, ob das einer von euch nachvollziehen kann, aber ich kann diesen Spruch dadurch sehr gut nachempfinden. Und wir haben auch dieses Mal wieder einen Mini-Anhänger. Und das ist dieses Mal einfach ein kleiner Besen. Diesmal kann ich ihn aber wirklich direkt an mein Armband machen. Wo habe ich das eigentlich hingelegt? Es liegt hier einfach nicht mehr. Na gut, ich werde es schon noch finden. Das war aber auch nicht alles, denn wir haben dieses Mal wieder ein Print drin. Ja, das finde ich jetzt nicht so spannend oder spektakulär und auch nicht wirklich weihnachtlich. Es ist künstlerisch zwar ganz nett, aber ich finde Blau ist einfach eine kalte Farbe und es ist komplett in Blau gehalten und stellt die zweite trimagische Aufgabe dar, in der Harry im Schwarzen See schwimmt. Und zwar das Ganze dargestellt im goldenen Ei. Also, ja, ist okay, wäre jetzt aber nicht so mein Fall. So, dann ist das Unboxing hiermit zu einem Ende gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung zu der Box gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr mir von eurem geplanten Weihnachtsfest erzählen wollt, freue ich mich auch sehr darüber. Und ja, bleibt gesund. Ich hoffe, euch geht's gut und das bleibt hoffentlich so. Und dass diese blöden Fallzahlen endlich mal wieder sinken werden. Irgendwie schaffen wir das. Bis dann. Tschüss. Stopp, ganz vergessen. Natürlich wünsche ich euch noch schöne Weihnachten, weil wir uns wahrscheinlich vorher gar nicht mehr hier auf dem Kanal sehen werden. Ich rede die ganze Zeit über Weihnachten, aber wünsche euch keine schöne Weihnachtszeit. Da hat eben irgendwas gefehlt. Also dann habt noch auf jeden Fall eine schöne Weihnachten. Eine schöne Weihnachtszeit und auch schöne Feiertage und genießt sie so gut es eben in diesem Jahr möglich ist. Jetzt aber wirklich. Ciao.